Ja, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu Awaken to Love, heute mit Gottfried Sumser und dem Thema Ein Kurs in Wundern in der Praxis. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hallo Gottfried, herzlich willkommen an dich. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo Rosi. Ich mache noch ein ganz paar kurze Ankündigungen. Aus Datenschutzgründen muss ich sagen, dass dieses Meeting aufgezeichnet wird und wir innerhalb der Konferenz an andere weitergegeben werdet sozusagen. Ja, die werden euch also morgen in den Aufzeichnungen sehen. Wenn ihr das gar nicht möchtet, könnt ihr gerne auch die Kamera auslassen. Und ich kann dazu sagen, da ist noch nie Schindluder getrieben worden. Also das könnt ihr ruhig wagen, euch zu zeigen, wie ihr wollt. Genau. Und im Moment habe ich den Chat noch geschlossen, einfach damit wir erstmal dem Gottfried den Raum geben können. Auch die Mikros sind noch nicht freischaltbar, das machen wir dann nachher noch. Beziehungsweise, wenn ihr sprechen wollt, könnt ihr auch gerne einfach die Hand heben oder in den Chat schreiben. Das kriegen wir dann hin. Also es ist interaktiv, ihr dürft euch gerne nachher melden. Nachdem Gottfried seine kleine Präsentation sozusagen gemacht hat. Jetzt möchte ich noch kurz mit euch einen Song teilen. Hört ihr das? Extra für euch komponiert und produziert. Einstimmung. Ja, ich lasse den Song nicht ganz laufen. Ihr kriegt die Idee. Den gibt es demnächst zu kaufen, ganz günstig, irgendwie für $1 oder so bei iTunes. Unfassbar. Ah, schön. Herzlich willkommen, Gottfried. Die Bühne gehört dir. Das ist diese Bühne liebe ich, wenn ich von dem sprechen darf, was mein liebstes Thema ist, dem Kurs in Wundern und Awaken to Love tatsächlich. Und ich danke, dass ich heute hier sein darf. Ich danke dem Armin und seinem Team Walter und ich weiß nicht, wer noch alles dazugehört, für diese grandiose Arbeit, die da geleistet wird. Und euch einen großen Dank an den SEO, den Jesus. Durch den hier natürlich alles wunderbar gelingt. Ich freue mich heute hier zu sein. Ein Kurs im Wundern in der Praxis. Und ich habe einfach festgestellt und ich habe erfahren, dass der Kurs im Wundern einfach nur in der Praxis funktioniert. Ich möchte euch ein paar Ideen geben von mir, damit ihr eine Idee habt, wer da sitzt und wer da nicht sitzt. Und ich habe den Kurs etwa über 2 Jahrzehnte, ist er an meiner Seite. Und
wenn ich das manchmal sage, dann sagen manche Leute sagen, wow, wie lange, und das ist ja toll und klasse, dass du das so machst. Und vielleicht ist es ja aber auch nur ein Zeichen meiner Lernbehinderung. Vielleicht ist es ja auch nur ein Zeichen meines großen Widerstandes der Wahrheit gegenüber. So sehe ich das inzwischen. Und denn alles, was wir hier, was der Kurs in Wundern ist, letztendlich etwas sehr, sehr Simples und Einfaches. Aber die Praxis wird es uns zeigen. Und wir alle sind in der Lage, in diesen 90 Minuten oder in dieser Stunde, in der wir hier jetzt zusammen sind, den Kurs in Wundern in seiner vollen Gänze zu verstehen. Wir müssen nicht lange studieren, wir müssen nicht mehr viel erfahren, wir müssen auch nicht mehr erlernen, sondern einfach nur eine Lektion verstehen. Irgendeine simple Lektion. Ich bin so wie Gott mich schuf zum Beispiel, oder Gott ist Liebe und ich bin das auch. Und all diese Dinge, wenn ich beginne, das zu glauben und mich selbst zu lehren, dann werde ich es erkennen. Und ich lade uns alle dazu ein, diese Zeit zu nutzen, um wahrhaftig zu sein und uns nichts mehr vorzumachen und uns nicht mehr zu erzählen, wie schwierig unsere Vergangenheit war oder welche Traumata ich noch zu erledigen habe oder welche Prozesse oder welche Familiengeschichte oder welche Beziehungen ich noch harmonisieren muss oder welche finanzielle Situation ich klären muss oder welche Umweltverschmutzung ich noch irgendwie heilen muss. Wenn ich meinem Nachbar erzähle, was für eine schlechte Kindheit ich hatte, dann lehre ich mich das selbst. Ich habe inzwischen begriffen, meine Kindheit ist eine Symphonie, ein Orchester der Liebe. Es ist ein Perlenspiel der Einheit. Es ist eine Symphonie von Licht. Und als ich das begonnen habe zu verstehen, dann muss ich mich nicht mehr an die Vergangenheit klammern und mich daran orientieren, sondern ich schaffe mir dadurch eine neue Gegenwart, eine zukünftige Gegenwart der Liebe. Und dann kommt auch oftmals die Frage, ja, unterdrücke ich denn da nicht irgendetwas, wenn ich jetzt zum Beispiel ich mache das ganz aktiv, ich erzähle den Menschen, was für eine schöne Kindheit ich hatte und ein Heranwachsen und wie toll es alles und wie schön es war und wie schön es ist. Und dann kommt oftmals die Frage, ja, unterdrücke ich da nichts? Nein, ich unterdrücke nichts mehr. Ich glaube nicht mehr an die Lüge. Ich glaube nicht mehr daran, sobald ich weiß, dass zum Beispiel Baum nicht mit T geschrieben wird, dann beschäftige ich mich nicht mehr mit dem T, sondern ich schreibe ihn richtig. Sobald ich weiß, wie Fahrradfahren funktioniert, muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen, wie schwierig es war, Fahrradfahren zu lernen. Und all diese Dinge, und ich beschäftige mich tatsächlich nicht mehr, und das ist ein Kurs in Wunder in der Praxis, ich beschäftige mich nicht mehr mit irgendeiner Vergangenheit, die schwierig war. Sondern ich erzähle mir von meiner erleuchteten Kindheit und von meinem liebevollen Leben, indem ich eingebunden bin in einen unsichtbaren Pfad, den ich damals noch nicht erkannt hatte, aber heute bereit bin, ihn zu verstehen. Ich lehre mich die Liebe, weil ich die Liebe bin. Ich lehre Vollkommenheit, weil ich Vollkommenheit bin. Und ich lehre deine Schönheit, weil du Schönheit bist. Und sobald ich beginne, das in meinem Leben wirklich anzuwenden und in die Praxis zu bringen, dann mache ich die Erfahrung. Letztendlich ist es so einfach, oder? Ich gehe zum Therapeuten und erzähle mir eine Geschichte. Ja, meine Eltern, mein Vater hat mich nicht geliebt und ich wurde dies und dies und dies. Und dann mache ich das wahr. Und das kann ich natürlich noch viele Leben machen. Ich kann das noch viele Leben in Interaktion mit der Welt, und die Welt wird mir das immer bestätigen, was für ein armer Mensch ich bin und ja, dass ich überhaupt noch lebe und wie schwierig das alles war. Und letztendlich dreht es sich darum, sich eine neue Geschichte zu erzählen. Und ich möchte euch heute eine neue Geschichte erzählen vom lebendigen Christus, der du bist. Ich möchte dir heute eine neue Geschichte erzählen von der strahlenden Liebe, die du heute bereit bist und entschlossen bist zu repräsentieren in dieser Welt. Seid ihr damit einverstanden?
Das, jawohl, wir sind alle dabei. Ich sehe euch nicht alle, aber ich freue mich, dass wir alle dabei sind. Es ist so wichtig zu verstehen, dass meine Kommunikation auf die Art und Weise, wie ich kommuniziere, das ist Schöpfung. Und wenn ich ständig immer wieder von irgendwelchen Blockaden mir selbst berichte, das heißt, wenn ich mich selbst lehre in meinen Blockaden, ja, dann muss ich irgendjemand suchen, der meine Blockaden befreit. Und da brauche ich irgendwie wieder eine ganz tolle, tolle Methode. Ich habe früher viele Methoden entwickelt, habe sie auch verkauft und war da ganz erfolgreich. Und wende diese Methode an, dann kriegst du viel Geld. Oder wende diese Methode an, dann ist diese Blockade weg. Ich war mit vielen Lehrern zusammen, die irgendwelche Erfolgsmodelle verkauft haben. Und das war alles ganz, ganz fantastisch. Und es hat sich wirklich alles sehr schlüssig angehört. Aber was wirklich für mich funktioniert, ist, ich bin Christus. Und ich bin eins mit meinem Bruder Jesus. Und ich verlasse mich auf meinen Bruder Jesus in jeder Situation. Ich bringe den Bruder Jesus in mein Leben hinein. Wenn ich irgendein Problem habe, dann frage ich Jesus. Ich frage nicht mehr mein Ego. Ich frage den erleuchteten Geist. Ich frage nicht mehr den Geist, der sich von Angst nährt, von Sorgen und mir erzählt, was für ein schlimmer Finger ich bin und wie viel Schuld ich in mir trage und all diese Dinge. Und ich merke, das mache ich jetzt etwa so, also das ist etwa so ein halbes Jahr her, wo ich dieses, was ich jetzt mit euch teile, beginne, so vollkommen zu verstehen. Und ich bemerke einfach, wow, was da passiert, wenn ich nicht mehr mich an meine Vergangenheit krampfhaft klammere, wie katastrophal schön oder furchtbar das alles war. Und das ist die große Einladung. Und deshalb lade ich dich jetzt mal ein, einfach nur mal die Worte zu sprechen. Ich bin eins mit Gott und aus der Liebe geboren. Einfach mal für dich zu sprechen, sodass du es selber hörst. Ich bin eins mit Gott und aus der Liebe geboren. Und dann spür mal, was macht es mit dir, schon alleine, wenn du diese Worte sprichst. Ich bin eins mit Gott und aus der Liebe geboren. Also bei mir entspannt sich da was. Ja, total. Total. Und wenn das 20, 30 Leute zusammen machen, ich weiß nicht, wie viel wir sind, aber wenn das einfach eine Gruppe von Menschen zusammen machen, dann sind wir eins im Geiste. Und dann sind wir eins als Schwestern und Brüder. Und nur in der Einheit werde ich mich erkennen und nicht mehr, indem ich dir erzähle, was du alles falsch gemacht hast. Indem ich dir erzähle, du in der Beziehung sollte es irgendwie anders werden und besser werden, damit es mir gut geht. Sondern wenn ich etwas in mir finde, wo ich sehe, bei dir müsste das irgendwie anders sein, damit es mir besser geht, dann kläre ich das mit mir, mit dem folgenden Satz. Ich bin eins mit Gott, geboren aus der Liebe, aus dem Licht. Ich bin Christus, und zwar der lebendige Christus, weil ich es so will. Und nach meinem Willen, nach meinem Glauben wird mir geschehen. Das ist so. Oder ich erzähle mir, der Gottfried, ja, ich könnte dir 1000 Geschichten erzählen, was der Gottfried alles erlebt hat und was er nicht erlebt hat. Aber wohin bringt uns das? Es bringt uns keinen Schritt weiter. Ja gut, ich ernte dein Bedauern. Ja, dann sind wir eins im Bedauern. Und wer will das schon? Ja? Und dann sind wir eins in der Angst und versuchen dann noch irgendetwas zu klären. Ja, und dann gebe ich dir, dann kannst du mir vielleicht Ratschläge geben, wie ich meine Situation besser kläre. Es gibt keinen besseren Heiler als den geheilten Geist, als den Heiligen Geist. Und deshalb sind wir alle eingeladen, egal wer es ist, wir sind eingeladen, uns an den geheilten Geist zu wenden, damit wir aus dieser Quelle heraus damit wir aus dieser Quelle heraus in die Welt schauen und alles schon als geheilt sehen. Es ist schon geheilt. In dem Kurs steht irgendwo,
der wunderbare Satz, an dem ich mich lange herumgeplagt habe, weil ich ihn einfach nicht verstehen wollte. Wir schauen nur unsere Vergangenheit an, die schon geheilt ist. Ja, und jetzt? Und jetzt kommst du. Ja, aber Gottfried, meine Vergangenheit, mein Leben kann ja nicht geheilt sein. Wenn du wüsstest, was bei mir alles los ist, dann würdest du das nicht sagen. Ja, aber das, was bei dir los ist, das lehrst du dich. Das, was bei dir, das, was bei uns los ist, das lehren wir uns selbst. Meine Finanzen, meine Beziehung, mein Job, meine Berufung. Viele Leute sind ja noch unterwegs, die suchen ihre Berufung. Dabei haben sie sie schon längst. Die Berufung ist, ich bin der lebendige Christus. Und wenn diese Kraft aus mir heraus, wenn ich beginne, mich das zu lehren, indem ich das wiederhole, und indem ich das in jeder Situation, die mich früher betrübt hat, wenn ich das wieder in den Raum bringe, dann werde ich mich daran erinnern. Und letztendlich dreht sich in diesem Buch gar nicht darum, das Buch zu verstehen. Es dreht sich darum, das Buch zu praktizieren. Und wenn ich es beginne zu praktizieren, dann werde ich es verstehen. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn ich über 2 Jahrzehnte mit diesem Buch unterwegs bin, Und ich wollte es früher immer verstehen. Ich wollte erst mal verstehen und dann, ja, mit meinem kleinen Geist wollte ich noch irgendetwas verstehen. Aber ich habe noch nicht verstanden, dass all das, was der Kurs lehrt, außerhalb meines Bezugsrahmens ist. Also kann ich es gar nicht zuerst verstehen. Erst vergeben, dann verstehen. Erst praktizieren, dann erkennen. Ja, und das ist ein ganz starker Schlüssel, den ich lange Zeit missachtet hatte. Was ist die erste Lektion? Ja, ich weiß gar nicht, ich bin diesbezüglich gar nicht so firm, obwohl ich es jedes Jahr mache, wenn diese Wand nichts bedeutet. Ja, und dann sage ich Jesus, hey, die Wand bedeutet doch was, sie schützt mich. Aber ich wollte immer noch Recht haben mit meinen Ideen. Ja, meine Tochter, das, was ich in meiner Tochter sehe, hat keine Bedeutung. Und das hat mich früher zutiefst verletzt. Ich wollte das nicht sehen, ich wollte es nicht erkennen. Ich wollte immer noch Recht haben, anstatt glücklich zu sein. Und heute will ich glücklich sein und gebe mein Recht haben, eben Jesus oder dem geheilten Geist, damit ich nicht mehr Recht haben muss. Denn ich weiß, sobald der Gottfried in irgendeiner Form glaubt, er hat Recht, verletze ich mich immer wieder selbst. Solange ich glaube, der Armin ist dies oder jenes oder der Walter oder der Hartmut ist dies oder jenes, ich verletze mich selbst. Solange ich in dir, Eva, nicht den geheilten Geist sehe, erkenne ich mich nicht als den geheilten Geist. Und das ist die gelebte Praxis und die macht mich sehr, sehr glücklich und die macht mich sehr, sehr froh in allen Beziehungen. Wenn ich zum Beispiel ein Chaot, was mein schriftliches Zeug betrifft, also irgendwie Ordnung halte in meiner Buchhaltung, Gott, hilf mir. Und das zieht sich schon mein ganzes Leben eigentlich hin. Ja? Aber seit ich sage, hey Jesus, ich will das mit dir machen. Ich will das mit dem geheilten Geist machen und nicht mit der unordentlichen Geschichte von Gottfried. Und dann mache ich es einfach und es gelingt mir leicht. Oder wenn ich irgendeinen schwierigen Anruf habe, wo ich früher Angst hatte, dass ich vielleicht abgewiesen werde oder dass diese Idee nicht gut ankommt oder dass ich da noch etwas zu klären hätte, dann sage ich, hey, Jesus, ich weiß hier nicht weiter. Ich will mit dir diesen Anruf tätigen. Und alles, und wirklich alles gelingt mir auf einfache, spielerische Art und Weise. Was passiert? Mein Geist wird ruhig, mein Nervensystem entspannt sich, ich beginne zu heilen, mein Geist beginnt sich zu heilen. Und ich muss in der Welt, ich, der Gottfried, muss in der Welt nichts mehr in Ordnung bringen. Und das ist das Angebot des Kurses in Wundern. Ja, nimm den Finger aus der Speiche, damit sich das Rad endlich frei drehen kann. Damit wir erkennen, hey, es ist ja wirklich alles in Ordnung. Ja, und ich brauche mich nicht um die Welt zu kümmern. Ich brauche mich nicht um meine Probleme zu kümmern. Sie sind schon gelöst. Und wenn ich mich das selbst lehre, hey, dieses Problem ist schon gelöst, ich habe es nur noch nicht erkannt, dann bin ich bereit, die Lösung anzunehmen. Und das ist tatsächlich ein Bezugsrahmen, also das ist tatsächlich etwas, was außerhalb meines Bezugsrahmens bisher bestand. Denn ich bin natürlich immer hingegangen, habe 10.000 Probleme gelöst, die überhaupt nicht existiert haben. Karl Valentin hatte so einen schönen Spruch, den wiederhole ich immer wieder gerne. Ich hatte
keines, ich hatte 1000 Probleme, keines ist eingetroffen. Ja? Und das ist unser fucking Mind. Das ist unser Mind, der da ständig am Rädchen dreht und macht und tut und glaubt, er kann noch irgendetwas reparieren in dieser Welt. Und ich habe total lange, ich habe wirklich lange gebraucht zu verstehen, da gibt es nichts zu reparieren, da gibt es nichts in Ordnung zu bringen. Es dreht sich nicht darum, irgendwo reicher zu werden, erfolgreicher zu werden. Es dreht sich nicht darum, mehr Kunden für meine Arbeit zu bekommen. Es dreht sich nicht, also wenn ich das so ausdrücken darf, das waren alles so verrückte Geschichten, an die ich geglaubt habe. Und seit ich das losgelassen habe, sehe ich einfach diese spielerische Leichtigkeit und alles darf in spielerischer Leichtigkeit zu mir kommen. Und das ist die große Einladung an uns alle. Und deshalb lade ich dich ein, auch mal die Worte zu sprechen, sodass du sie selbst hörst. Ich bin der lebendige Christus. Ich bin der lebendige Christus. Was passiert? Was passiert? Wir öffnen uns in diesen Christusgeist und plötzlich wird es still und ruhig. Und wir machen das noch zusammen in einer Gruppe. Irgendjemand, egal woher wir alle kommen, was wir tun, wir können uns sofort in diesem einen Geist vereinen. Und guck, was es bei dir macht. Und wenn wir beginnen, uns das zu lehren, in jedem Augenblick, dann werden wir es erkennen. Aber wenn ich mich lehre, ich hatte eine tragische Kindheit und muss noch meine Vergewaltigung aufarbeiten, mein Trauma muss ich noch aufarbeiten und ich muss noch diese Beziehung muss ich noch irgendwie lehren, ja, was passiert? Ich lehre mich die Angst. Denn ich muss nichts mehr klären. Es klärt sich alles in Beziehung mit dem einen geheilten Geist. Es klärt sich alles in Beziehung mit dem Heiligen Geist. Dem Christus, dem einen Sohn Gottes, der du und ich sind. Und wenn ich diese Beziehung eingehe, wenn ich nur noch eine Beziehung eingehe, wenn ich mich dazu verpflichte, und das tue ich jeden Morgen, wenn ich mich dazu verpflichte, nur diese eine Beziehung einzugehen, zum Heiligen Geist, zu Jesus, zu Christus, zu Gott, dann heilen alle anderen Beziehungen, denn mein energetisches System wird sofort in die Ordnung gebracht. Und das muss ich nicht mehr tun. Und weißt du warum? Weil ich es gar nicht kann. Und das muss kein Heiler mehr für dich tun. Weißt du warum? Weil das nicht kann. Und das muss kein Therapeut mehr für dich tun. Weißt du warum? Weil das nicht kann. Ja, wir wenden uns, also ich gehe von mir aus, ich habe mich ständig an ungeheilte Heiler gewendet, die mir in irgendeiner Form weiterhelfen sollten oder irgendetwas tun sollten. Und ich habe nicht bemerkt, dass ich mich an eine Quelle anbinde, egal welcher Professor, Doktortitel oder welcher andere Titel da vor mir sitzt, es sind ungeheilte Heiler. Das soll nicht abwertend klingen, das soll einfach uns vor Augen führen, wo der geheilte Heiler ist in deinem Geist. Und wenn ich ihn wieder in mein Leben rufe, wenn er wieder da sein darf, dann findet eine Ordnung statt. Und dann wird dieser Heilige Geist wird alles für mich ordnen, zwar restlos, vollständig. Und das ist die frohe Botschaft. Und deshalb lade ich dich ein, diese frohe Botschaft anzunehmen. Und das ist nicht etwas, was ich dir sage, sondern was ich mir sage. Ja, und das, was ich dir sage, sage ich mir. Aber wir lehren es gemeinsam und wir erinnern uns gemeinsam. Okay? Also meinst oder sagst du eigentlich, Gottfried, dass wir eigentlich gar keine großen Methoden, Instrumente, Techniken brauchen, sondern dass wir uns einfach immer nur daran erinnern müssen, wer wir sind. Ja. Und
Dazu können wir so einen Satz verwenden wie ich bin der lebendige Christus. Es kommt nur darauf an, dass wir das diszipliniert und durchgängig machen. Jawohl, genau. Also nach meiner Erfahrung, ich darf an dieser Stelle sagen, ich bin, ich glaube, seit 15 Jahren selbstständig. Ich war früher Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich hab den Leuten viele, was weiß ich, Dinge in diesen Bereichen beigebracht, was sich auch damals für mich sinnvoll anhörte. Und heute bin ich einfach an dem einen Punkt angekommen. Es dreht sich nicht mehr darum, Probleme zu lösen. Nimm den einen Therapeuten, den es wirklich gibt, und das bist du, das ist dein geheilter Geist. Und nur dort sind wahre Fortschritte erkennbar. Also das ist das, was ich zutiefst erkannt habe. Und wende dich an den geheilten Heiler in dir. Er ist in dir. Und das gilt es letztendlich zu lernen. Aber ich lerne es nur, in Anführungsstrichen, wenn ich es mich wieder lehre. Ja, wenn ich wieder hingehe und mich selbst lehre. Hey, ich bin der geheilte Heiler. Ich bin der Christus. Ja, und Jesus hat gerade mal irgendwann gesagt, ihr werdet noch weitaus größere Dinge tun als ich. Und ich nehme das wörtlich. Und seit ich das wörtlich nehme, darf es auch da sein. Und früher habe ich das immer, gut. Metaphorisch und all die Dinge. Heute darf es tatsächlich sein. Ich finde es einfach so großartig. Ja. Und mein großes Geschenk ist, seitdem darf ich anders in die Welt schauen. Und bei mir hat es eben Jahre gedauert aufgrund meiner Lernbehinderung, ja, und aufgrund meines Widerstandes, ja, den ich in diese Welt hinein projiziert habe. Und ich bin überzeugt davon, dass Menschen, die offen sind für das, was wir hier miteinander austauschen, paff, die können innerhalb einer Stunde mit einer Lektion können die einen riesen Schritt machen. Zum Beispiel, wenn man sich nur die Frage stellt: Will ich in Gott heilen? Will ich in Gott heilen? Und wenn ich da ein Ja finde, und auch wenn es nur ein zaghaftes ist, dann wird es geschehen. Und dann muss ich nicht irgendwo mehr Heilung suchen bei irgendetwas, sondern es wird geschehen in mir. Ich lade dich ein, dir diese Frage zu stellen. Will ich in Gott heilen? Will ich in Gott heilen? Und wenn du hier ein Ja findest, dann wird es für dich geschehen und du musst nichts mehr dafür tun. Wenn du hier ein Ja findest, dann wird es für dich geschehen. So einfach ist das. Und Gott lässt keine Chance aus. Gott lässt keine Chance aus, das für dich und für uns jetzt hier in dieser Gemeinschaft zu tun. Will ich in Gott heilen? Wow. Wow, Gottfried, ich bin dir so dankbar. Deine Konsequenz ist so unglaublich schön. Danke, dass du mich da erinnerst. Danke dir. Ich meine das wirklich so. Das ist nicht diese Einfachheit, die neige ich zu vergessen. Und dass ich denke schon auch, ich muss was tun, ja. Ich muss noch
Therapie in irgendeiner Form. Ich muss noch so viel vergeben. Und was du mir auch gerade noch klar gemacht hast, dieses ich lehre mich selbst. Ja, letztendlich, wenn ich mich die alten Geschichten lehre, dann mache ich ja nichts anderes, als sie hervorzukramen. Die sind ja schon vorbei. Ich mache ja es gibt ja keine Vergangenheit. Ich hole sie ja bloß wieder hervor und lebe sie in der Gegenwart nochmal, als wäre sie echt. Also ich retraumatisiere mich ja. Ja. Du sitzt dich ständig unter Hypnose. Ja, und ach, Hypnose wäre ja noch nett. Also, aber Drama, Schmerz, ja. Trauma, Horror, Hölle, einfach immer wieder. Ja. Und dass ich mich, das klingt jetzt zwar ein bisschen technisch, aber dass ich mich wirklich auch ein bisschen umprogrammieren kann, ja. Mhm. Dass ich ein neues Programm wählen kann, einen neuen Plan, sagen wir es mal so, ja. Einen neuen Plan wählen kann. Jetzt. Ja. Und zwar nur jetzt. Nur jetzt. Wann denn sonst? Ja. Die Zukunft ist jetzt. Ja, die Zukunft ist jetzt und die Vergangenheit hat es noch nie gegeben. Und es bedarf wirklich einer einfachen Konsequenz. Und ich bin wirklich so dankbar, dass ich das mit euch austauschen darf. Und es ist wirklich so simpel. Ich retraumatisiere mich ständig, wenn ich glaube, ich muss noch irgendein Trauma heilen. Und ich habe schon viele geheilt. Nichts hat nicht. Also, was ich schon alles ausprobiert habe, um. Und das war alles recht und gut. Und ich möchte es auch nicht irgendwo, und ich möchte es nicht in eine schlechte Ecke stellen. Aber ich glaube, wir alle hier in diesem Chat und alle, die das noch nachträglich sehen, wir sind alle einen Schritt weiter, sonst könntest du das nicht sehen. Ja, und für die hören. Oder nicht hören, ja. Mhm. Und diejenigen, die noch zu einem Psychologen gehen, wenn jemand kommt und sagt, ich gehe zu einem Psychologen und muss, dann lasse ich ihn machen. Ich versuche niemanden zu überzeugen diesbezüglich. Aber hier in diesem Raum dürfen wir das miteinander teilen, ja. Ich wende mich an den einzigen Psychologen, den es wirklich gibt. Ich wende mich an den geheilten Heiler, den Jesus Christus in mir. Und er wird beginnen und er wartet auf die Chance. Im Kurs im Wundern steht es so oft beschrieben, die kleine Bereitschaft genügt. Und glaub mir, wenn das ganze Universum unendlich ist, dann genügt diese kleine Bereitschaft. Mehr braucht es nicht. Es braucht einfach bildlich gesprochen diese 5 Millimeter, die wir aufmachen. Hey, Mist, ich komme hier nicht weiter, ich brauche deine Hilfe. Und dann lasse ich meine Ideen los und nehme diese Hilfe an. Schlaf drüber und am nächsten Morgen wache ich besser auf. Das ist immer so. Ja? Und es bedarf wirklich einer Konsequenz diesbezüglich und nicht mehr einzuschlafen. Ja? Also ich nenne das gerne, dass wir uns selbst in Hypnose oder Trance versetzen, in das eigene Vergessen. Ja? Aber lass diesen Schleier des Vergessens hinter dir, indem du beginnst, dich neu zu lehren. Und zwar in jedem Augenblick. Und das ist unheimlich kostbar. Und wenn du beginnst, es zu tun, wirst du es manifestieren. Du wirst es in den Raum bringen. Es wird manifest durch dich. Der Christus wird lebendig durch dich. Und lass dir nichts mehr von irgendjemand anders erzählen. Die Welt erzählt dir was anderes. Aber irgendwann, es kommt der Zeitpunkt, wird die Welt still. Und sie wird innehalten. Und du wirst als Repräsentant des lebendigen Christus in Liebe wirksam sein auf dieser Erde. Als Heiler, als jemand, der tröstet, als jemand, der da ist in jedem Augenblick und sich nicht mehr zurückschreckt, Dinge zu tun, die ihn vorher erschrocken haben. Beginne es zu manifestieren, indem du es lehrst. Sei der eine Sohn Gottes, sei die eine Tochter Gottes. Und wenn du beginnst, ich will es manifestieren, ich will es repräsentieren, hier und jetzt in diesem Chat, nimm diesen Chat, ich will es jetzt hier demonstrieren, dann wirst du einen gewaltigen Schritt diesbezüglich machen. Ich erlebe das oft in meinen Seminaren. Also ich biete diesbezüglich auch Seminare an und da kommen Menschen zu mir, die
Die haben noch nie was von mir gehört. Die denken einfach, ja gut, machen wir mal. Hört sich gut an, die Beschreibung. Und die haben noch nie was vom Kurs im Wundern gehört. Aber mit denen spreche ich genau so. Genau so. Ja, vielleicht nach einem halben Tag so. Ja, es braucht ein bisschen Zeit. Aber mit denen spreche ich genau so. Und weißt du, was passiert? Auch Menschen, die, ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein Seminar, da war ein fast 80-jähriger Mann dabei, der hat es erkannt. Der hat genau das erkannt, von dem ich jetzt spreche. Er konnte nur noch lachen und weinen vor lauter Freude. Er konnte es überhaupt nicht begreifen, wo er sich befindet. Und dann habe ich bemerkt, hey, und das passiert mir in der letzten Zeit öfters. Und dann ich habe mir immer gedacht, wie ist denn das möglich? Und ich habe gemerkt, es braucht nur einen, der sich diesem Geist öffnet. Und er öffnet sich für die ganze Gruppe. Und er ist zum Segen für die ganze Gruppe da. Und ich denke mir, dass früher Tempel und Kirchen so gemeint waren, ja, dass sich einer diesem Christusgeist öffnet und für die ganzen Menschen zur Verfügung stand. Und deshalb ist deine Einladung an dich heute, in deiner Gruppe von Menschen, in der du dich befindest, dich für diese, für deine Welt, denn du bist das Licht der Welt, sich für deine Welt als Christusgeist zu öffnen und alle beginnen, sich zu erinnern. Wann es ist, das musst du nicht wissen, aber sie beginnen sich zu erinnern. Sobald einer von uns die Wahrheit beginnt zu repräsentieren, egal wo er sich befindet, wird sich jeder an die Wahrheit erinnern. Und deshalb ist die Lehre Jesu auch nach 2000 Jahren so kraftvoll. Denn sie spricht etwas, selbst nicht mal die Bibel konnte es verhindern. Sorry. Ja, und deshalb ist die Lehre der Bibel ist so kraftvoll, weil die Lehre von Jesus ist so kraftvoll, weil von der Wahrheit gesprochen wird. Und jetzt beginne du das in deiner Welt zu repräsentieren. Dein Umfeld, deine Welt, du bist das Licht der Welt. Du bist die Wahrheit der Welt. Und wenn du beginnst, das Licht der Welt in deine Welt hineinzubringen, wird sich jeder daran erinnern, weil er sich erinnern will. Warum sonst ist er denn auf der Erde? Warum sonst bist denn du auf der Erde, um dich zu erinnern? Und deshalb sei eine Säule der Erinnerung, ja, die sich durch nichts umwerfen lässt, was in der Welt kommt, sondern ganz klar öffne dich diesem Kanal und du wirst sehen, Menschen, die nichts damit zu tun haben, die nicht den Kurs kennen, die nichts von dem wissen, sie erinnern sich mit dir. Und das ist ein gemeinsames Fest. Und dann wird das Leben zu einer Party und dann wird das Leben zu einer Freude und ja, eine dankbare Erinnerung. Wow, das habe ich nicht gewusst. Danke Gott, dass ich hier sein darf, in diesem einen Augenblick, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, sondern in der einen Gegenwart, in der wir eins sind im Geist. Und du, meine Schwester, du, mein Bruder, bist eingeladen, es zu tun. Und Jesus fordert dich auf, ja, ein Lehrer Gottes zu sein. Okay? Und ein Lehrer Gottes zu sein heißt, ich beginne es in der Welt darzustellen. Ich will nicht mehr die alte Geschichte von Angst, Sorgen, Zweifel, Trauma, Krieg, Leiden und Sterben lehren, sondern ich will die Auferstehung lehren, die Auferstehung im Lichte, die Auferstehung im Geiste, die Auferstehung in der Liebe, in Gott. Denn du bist Gott, du wie ich zusammen. Und das ist die frohe Botschaft, die heute miteinander geteilt wird. Und ich finde es cool, schön, dass wir das miteinander teilen dürfen. In diesem super Chatraum, in diesem Online-Event, das uns hier zur Verfügung gestellt wird. Und die Zeit ist reif. Warum sonst können wir uns in einer Gruppe wie hier zusammenfinden? Es ist alles auf einer wunderbaren Perlenschnur aufgebaut. Und jeder Einzelne hier im Raum hat darauf gewartet, dass diese Worte miteinander geteilt werden. Du wie ich, dass wir es miteinander teilen können. Und durch dieses Miteinander teilen erinnern wir uns. So einfach und so simpel. Lehre das Licht und das Licht bekommen. Und wo das Licht einmal ist, wo du beginnst anzuerkennen, ich lasse das Licht herein. In der physischen Welt ist es so, ah ja, da ist jetzt Licht und die Sonne strahlt jetzt auf diesen Punkt und da ist kein Schatten mehr. Aber wenn die Sonne weiter wandert, dann kommt der Schatten wieder.
Wo du einmal Licht hereingelassen hast, da kann der Schatten nicht mehr kommen. Wo du einmal Licht hereingelassen hast in deine Vergangenheit, in deine Kindheit, in deinen gegenwärtigen Augenblick, da kann der Schatten nicht mehr kommen. Das sind die geistigen Gesetze. Die physischen Gesetze funktionieren diametral entgegengesetzt. Ja, wir können sie manchmal ein bisschen verwenden, aber letztendlich sind es nur Ankerpunkte, um uns an etwas zu erinnern. Geistige Gesetze bedeutet, lass einmal Gott in dein Leben und der Schatten kann nicht mehr zurückkommen. Er wird ausgeleuchtet. Es wird Ordnung gemacht. Und dazu brauchst du keine 20 Jahre mehr von Psychotherapie, Traumaforschung oder sonst etwas, sondern einfach nur in dieser Säule der gegenwärtigen Liebe zu sein. Und das ist eine Entscheidung. Ja? Wir können uns diesbezüglich entscheiden. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Dein Erwachen ist schon geschehen. Aber verwende keine Zeit mehr. Ja? Verwende keine Zeit mehr. Du bist der Zeitmacher. Naja, ich brauche dazu noch mehr Zeit. Um das zu verstehen, was der Gottfried heute mit uns teilt, da brauche ich noch mehr Zeit. Ja gut, okay, es ist deine Entscheidung. Du brauchst noch mehr Zeit. Du brauchst noch mehr Studien, du brauchst noch mehr Verstehen. Oder du gehst heute hin, ich bin eins mit Gott. Und Gott ist Liebe. Und darin bin ich geborgen. Ich bin wirklich froh, dass du eine Lernbehinderung hattest. Du hast uns sehr viel Zeit erspart, lieber Gott. Wirklich. Wow. Lieber Walter, die Eva hat schon zweimal, habe ich gesehen, die Hand gehoben. Die würde ich gerne. Wie siehst du denn das überhaupt, Walter? Du siehst es. Ich habe es vorhin gesehen. Ah ja. Ah, warte, ganz kurz, vielleicht Gottfried, du hast gesagt, du siehst nicht alle. Hast du denn auf Galerieansicht geklickt? Oh, ja, ich sehe. Oben rechts kannst du Galerieansicht einstellen. Ah ja, okay. Jetzt! Ah, oh! Ah, ich habe 4, 5 Leute gesehen, dachte, oh, klasse. Ah ja, da sind wir in der vielen. Hallo! Danke für zusammen. Den Cool, dass ihr da seid. Welch eine Freude. Wow, klasse. Lass uns das Leben rocken. Ja. Wir haben Party, wir haben Spaß. Gebt Gas. Ja. Sehr geil, sehr geil. Danke. Okay. Eva, du hast bestimmt eine Frage. Ja, vielleicht einen kleinen Hinweis, der mir dabei hilft, ob ich in der richtigen Spur, also ob ich in der Spur Gottes bin oder gerade falsch abgebogen bin. Zu dem Thema, als Gottfried sagte, ja, neues Programm. Ja, das ist im Endeffekt. Wir müssen unser altes Programm deinstallieren, damit das neue Programm Platz hat. Das Programm Jesus Christus. Das Programm Liebe. Und für mich ist es im täglichen Praktizieren oder Umgang ein ganz schneller Shift, wie ich feststellen kann, wo ich gerade bin. Läuft es gerade leicht, mit Leichtigkeit, mit Freude? Oder ist es gerade klebrig, schwer, zäh? Dann weiß ich, bin ich gerade in einem Drama drin. Da bin ich gerade irgendwo fest, was mich nicht klar sehen lässt. Und wenn ich mich dann wieder neu fokussiere, neu mit der Liebe, ja, mit dem Lichtkanal verbinde, wie das so wunderschön Gottfried erzählt hat, hilft es mir, ja, mich klarer selbst zu fokussieren. Ja, also das würde ich so gerne vielleicht als, wie gesagt, mir hilft es, mich dann nochmal aus dem Morast rauszuziehen. Die Leichtigkeit, das ist der Weg der Liebe, das ist Jesus Christus, mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit, weil da kein anderes Programm mehr im Weg steht. Ja, unsere selbstgemachten Pläne. Sondern da sind wir nur in der Spur Gottes. Und das ist Leichtigkeit für mich. So fühlt sich das zumindest für mich an. Und ich glaube, das ist also für mich sehr hilfreich zu wissen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Eva, wenn ich danke.
Wenn ich habe am Anfang einen Satz gehört, der hat noch ein bisschen bei mir gezündet. Wir müssen die Programme befreien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Schöne ist für mich zu begreifen, ich muss das nicht mehr tun. Dies wird für mich getan. Ja, Eva, genau, du hast es auch. Ja. Aber wir sagen das manchmal, wir müssen uns erst von den alten Programmen irgendwie befreien. Aber dann kommt der Gottfried und die Eva und wie wir alle heißen, da kommen wir schon ins Tun. Ah ja, da ist jetzt ein Programm und das muss ich jetzt weg. Dann sage ich einfach, Heiliger Geist, ich scheine noch an dieses zu glauben. Ich übergebe es dir. Ja, und da muss es ich nicht mehr tun. Und das war für mich das Große, das Großartige zu erkennen. Der Gottfried, der hat überhaupt nichts drauf. Der Gottfried kann gar nichts. Ja, er kann sich von keiner Blockade befreien. Er kann diesbezüglich überhaupt nichts tun. Er kann eine Wahl treffen. Ja, und wenn ich dann Transzendenz in mein Leben hole, also göttliches Bewusstsein, indem ich die Einladung ausspreche, dann wird es für mich und zwar unmittelbar getan. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wir müssen nicht mehr warten. Sobald ich dieses göttliche Bewusstsein in mein Leben hole, mache ich die vollkommene Erfahrung der Befreiung. Und glaube nicht, dass du, wenn du, ich weiß nicht, wie, ob ihr alle den Kurs macht oder sonst etwas, glaube nicht mehr daran, ich stehe diesbezüglich erst am Anfang und ich muss erst noch eben, was weiß ich, Jahrzehnte mit dem Kurs verbringen. Das Stopp, annullieren, das ist vorbei. Lade, übe dich darin, den Heiligen Geist, die Buddha-Natur, das Licht, das, die Liebe einzuladen und sagen, Herr, anscheinend scheine ich noch zu glauben, dass mein Nachbar ein Trottel ist. Hilf du mir, ich übergebe dir das. Punkt. Und schon ist es getan. Ich scheine noch daran zu glauben, dass ich finanzielle Probleme habe. Ich übergebe dir das. Ich scheine noch daran zu glauben, dass ich eine Beziehung harmonisieren muss. Ich, ne? Bei einem Beziehungstherapeuten oder weil ich so viele Bücher gelesen habe oder weil ich so viel selber weiß, mach du das für mich. Ich habe auf meinem Smartphone einfach nur einen Satz, mach du das. Und jedes Mal, wenn ich Smartphone anmache, mache ich ziemlich oft, dann lese ich diesen Satz, mach du das. Und ich erinnere mich nicht wieder daran, ja, weil der Gottfried kann es nicht. Der Gottfried konnte es noch nie nicht. Der Gottfried konnte es noch nie in seinem engen Bezugsrahmen von 0,3% Bewusstheit dessen, was hier geschieht, wenn es überhaupt stimmt. Und was will denn der Gottfried in einem Traum klären? Er ist im Traum gefangen, in seiner Illusion von Traum. Und ich brauche jemand, der außerhalb des Traumes ist. Ich brauche jemand wie den Heiligen Geist, der mich vollkommen sieht und mich an meine Vollkommenheit erinnert. Danke, Eva. So. Genau. Da fällt mir ein, die Kurs in Wundern-Gemeinde ist ja sowieso die coolste von allen. Ja, da kann jemand herkommen und sagen, du bist doch ein Idiot. Und jeder wird sagen, ja, ich weiß. Ja, genau. Ja, genau. Also, ja, das ist da vollkommen recht. Mit Idioten kenne ich mich aus. Ich habe so viele schon in der Welt gesehen und habe es nicht erkannt, dass ich es bin. Ne? Danke, Eva. Dankeschön. Walter, wolltest du auch noch was sagen? Ja, genau. Ja, Gottfried, danke, dass du so ganz da bist und diese Einfachheit, die wir jetzt demonstrieren können, die einfach diese, wie du sagst, Entscheidung braucht und dass wir gar nicht diesen Kurs als solches in seinem Umfang verstehen müssen, zuerst intellektuell, um dann danach würdig zu sein, irgendwo weiterzuschreiben. Nein, ich habe die Erfahrung gemacht, ein einziger Satz aus dem Kurs, fast ein beliebiger, für mich ist es, die Liebe hat mich wie sich selbst erschaffen. Wenn ich das wirklich meine, ganz tief hineingehe, das in mir wiederhole und dann spüren beginne, dass ich das bin, dann entfaltet sich eine derartige Präsenz,
eine Größe, wo ich spüre, ja, das bin ich wirklich. Ich bin die Wahrheit selbst. Ich bin das Leben selbst. Ich bin die Liebe selbst. Ich bin das Licht selbst. So wie es Jesus einfach uns gezeigt hat, auch zu seinen sogenannten Lebzeiten. Ja, das hat er demonstriert und wir sind nicht weniger als er. Und das zu meinen, in dieses Meinen hineingehen. Ja, diese 100% Überzeugung, das kann nicht anders sein. Und das, wenn mir das gelingt, es gelingt mir ab und zu, sagen wir so. Ja. Und wenn ich mir eine halbe Stunde das so verinnerliche, dass plötzlich einfach dieses Feld da ist, wo ich an nichts anderes mehr glaube, und dann macht's wuff. Und das ist dann die Erfahrung, die nicht geschildert werden kann. Und das ist jetzt so eine mächtige Erinnerung, Gottfried, was du da in einem Fluss, was durch dich in einem Fluss herausgesprochen wird. Oh, ich sitze aufgeregt da. Ich sitze die ganze Zeit mit erhöhtem Pulsschlag da. Und diese Aufregung, die kommt daher, weil diese tiefe Wahrheit so Resonanz findet, dass ich da sitze. Oh. Ja. Ah, danke, Gottfried, das ist so ein Geschenk. Ja, gerne, mein Lieber. Das ist, weißt du, ich wundere mich ja selber, dass es so ist, ja. Und ja, ich kann mich ja auch herrlich über mich amüsieren, dass es tatsächlich so ist, ja. Es ist ja nur eine Rolle, in die ich hineinschlüpfe und diese Rolle auf diese Art und Weise ausfülle. Ja? Ich habe ja nirgends gelernt, sowas zu tun, wie ich heute Abend tue, oder als Seminarleiter plötzlich tätig zu sein oder sonst etwas. Aber da, ich kann so deutlich sehen, wie der Heilige Geist mich so wunderbar einbettet in diese liebevolle Kraft und mich dahin steuert und mich an diesen Punkt bringt. Und deshalb kann ich heute Abend jedem hier sagen und auch allen, die das später zuschauen, du bist genauso eingebettet und du musst dich, es ist so wichtig zu verstehen, kümmere dich nicht um deine Zukunft. Sie ist schon geschehen. Sie ist schon geschehen. Warum sich um die Zukunft sorgen, wenn sie schon geschehen ist? Kann mir irgendeiner einen vernünftigen Grund nennen, warum sich um die Zukunft sorgen, wenn sie schon geschehen ist? Ich find leider keinen. Zum Glück keinen mehr. Ja, natürlich, ich sage es jetzt und dennoch kann es manchmal passieren, oh, halt mal, da ist eine Zukunftsangst und dann merke ich es zumindest wieder. Ich merke es wieder und gebe es sofort, diese Angst, die sich da zeigt, diese Sorgen, oh je, mit den Finanzen, mit den ganzen Geschichten, die da immer wieder sind. Oh je, das könnte schief gehen. Ich müsste dies und jenes tun. Und jedes Mal, wenn ich die Idee habe, ich müsste dies und jenes tun, damit meine Zukunft irgendwie besser oder gesicherter ist oder sonst was, ich schneide mir jedes Mal mit dem Messer in die Hand. Also ich verletze mich jedes Mal selbst, weil ich das Vertrauen auf die Idee von Gottfried richte, anstatt auf den Heiligen Geist, anstatt auf die ordnende Kraft, die alles für mich zum Besten tut. Und dann bin ich wieder in Angst und da mache ich mir wieder Sorgen und. Und es dreht sich genau um etwas anderes. Es dreht sich darum, meine Zukunft ist gesichert. Es gibt tatsächlich in der Bibel diesen Spruch, seht die Vögel, sie ernten nicht und leben doch, ne? Und sie pfeifen. Und das ist tatsächlich die Aussage von Jesus, kümmere dich nicht mehr um dein Leben. Du glaubst doch nicht, dass der Armin oder der Walter hier irgendeine Entschlusskraft hatte, dieses Online-Event zu starten. Sie mussten es tun. Ja, die konnten gar nicht anders. Ja.
Das war eine innere Kraft, die sie vorangetrieben hat und wo alles zusammengefügt hat. Und die ganzen Menschen, die kamen zusammen und haben das Event unterstützt. Und der CEO, Jesus, unter dieser Regie findet das hier alles statt. Und die große Einladung, stell dir mal vor, wenn du dich nicht mehr um dein Leben kümmern musst, wie fühlt sich das an? Es gibt heute nichts zu tun. Darf ich da noch was dazu hinzufügen? Vielleicht mal eine ganz kurze Frage. Mhm. Da, wo jetzt das Mikrofon nicht da ist, also die sind online, ne? Also Walter, Armin, Gottfried, wir können jetzt sprechen. Ist das richtig? Und die anderen sind stumm und du schaltest die immer frei. Genau, und so, wer gerne sprechen möchte, ich kann jetzt auch mal den Chat. Also könnt ihr auch mal in den Chat schreiben und euch melden. Wer gerne sprechen möchte, meldet sich gerne. Mhm. Was ich so gemerkt habe, ist, das ist eins, wirklich die Stimme zu hören und auch zu spüren. Ja, das muss wahr sein. Und dann musst du es aber auch machen. Also dann zu sagen, ja, ich bin ja frei und kann jetzt tun und lassen, was ich will. Wenn du es nicht machst, werden die Erfahrungen, die du haben wirst, also ich habe durch diese Konferenz ein gutes Stück mehr Vertrauen gelernt. Ja. Weil ich gemerkt habe, wow, das klappt ja wirklich. Ich muss ja, mein Anteil ist so gering. Also auf Schwäbisch sagt man, mir läuft der Rotz der Backen auf, ja. Also, das ist unglaublich, was da für Wunder geschehen sind. Neulich habe ich zu Kendra gesagt, ich habe in dieser Woche mit vier Lehrern, mit vier Kurslehrern, die alle Helen Schuckman kannten, gesprochen. Also ich will sie jetzt da gar nicht was Besonderes machen, aber das hätte ich mir nie träumen lassen. Ich kenne die Frau, die Jesu Stimme gehört hat und niedergeschrieben hat. Freunde von ihr habe ich jetzt da durch diese Konferenz kennengelernt. Hätte ich mir, war noch nicht mal ein Ziel von mir und ich krieg's geschenkt. Du kriegst Sachen geschenkt, von denen du nicht mal geträumt hast, dass sie passieren könnten. Und deshalb ist es so wichtig, der Stimme auch zu folgen. Weil es passieren so wunderbare Sachen. Wenn du deine Funktion übernimmst, ja, als dieses Licht der Welt, als der Heiler, der du sein kannst, dem zu folgen, und das ist so schön, und das ist für mich der glückliche Traum, ja. Dann ist das gelebt, und wir haben es ja heute von der Praxis, ja, und das baut das Vertrauen so unglaublich auf, ja. Und danke nochmal, das macht so die Klammer jetzt zu, was du gerade gesagt hast. Wieso soll ich mich über eine Zukunft kümmern, die schon geschehen ist? Und wenn du deine Vergangenheit aus der Perspektive anguckst, kannst du dich echt fragen, war die Angst, die ich damals hatte, und wenn ich angucke, wie es mir heute geht, war diese Angst, unter der Brücke zu landen, wirklich berechtigt? Nein. Genau. Und genauso können wir die Zukunft angucken und dann können wir uns endlich mal tiefenentspannen. Ja, aber wirklich wahr, ja. Und dann hören uns die Menschen auch zu, nicht weil wir sie missionieren wollen, sondern weil einfach die Wahrheit gesprochen wird. Genau. Es ist so wunderbar zu erkennen, ich brauche mich nicht mehr um mein Leben kümmern. Ich habe noch. Könnt ihr das hören? Ich brauche mich nicht mehr um mein Leben zu kümmern. Was? Ja, Walter bist du. Genau. Wenn du da sind einige hier. Wenn du das hast, ja. Wenn du das hast, ich brauche mich nicht mehr um mein Leben zu sorgen und zu kümmern. Und wenn du den Worten Jesu vertraust, und du kannst ihnen vertrauen, denn ich habe diesbezüglich wirklich unglaubliche Erfahrungen schon machen dürfen,
Und wenn du beginnst, diesem zu vertrauen, dann kommst du in eine Tiefenentspannung und dann kommst du auch an den Punkt, wie Armin sagt, dass du beginnst es zu repräsentieren und dann beginnt es jeder zu fühlen. Jeder in deinem Umfeld beginnt zu fühlen. Er kann es zwar nicht benennen, aber irgendwas ist an dem anders. Ja? Und dann fragen sie dich vielleicht oder auch nicht. Aber sobald wir die Wahrheit beginnen zu repräsentieren, werden sich die anderen daran erinnern. Und die Wahrheit lässt sich nicht verbergen. Die Lüge schon. Ja? Und deshalb verbirg du dich nicht mehr hinter der Liebe, hinter deinen relativen Wahrheiten, die morgen wichtig sind und übermorgen schon wieder hinterfragt werden und übermorgen schon keiner Wahrheit mehr entsprechen. Sei konsequent, sei konsequent, sei konsequent und lehre dich nur noch das eine. Okay, das sind jetzt ein paar Chats. Die Renate möchte gern was sagen. Hallo Renate. Ja, hallo, guten Abend an alle und an dich, Gottfried und Armin und alle, die auch noch da sind. Ich möchte gerne Danke sagen. Mensch, Gottfried, hab dich noch nie so erlebt, weil ich dich ehrlich gesagt noch nie so genau wahrgenommen habe. In so einem Zusammenhang jedenfalls noch nicht. Ich finde es einfach großartig, ich finde es ganz toll. Seit 6 Jahren mache ich den Kurs und vor 2 Jahren habe ich auch irgendwann mal erkannt, Mensch, ich bin lernbehindert. Ja, das ist gut. Ein guter Anfang. Ich bin auf den Satz im Kurs gestoßen und hat mir erst nicht geschmeckt, aber irgendwann war ich so weit. Ich bin vollkommen lernbehindert, bin ich wirklich, ja. Und dass du das hier heute jetzt so ins Feld geführt hast, das hat so gut getan. Ich habe mich richtig hochgehoben gefühlt. Das ist wunderbar. Und die Sätze, die du uns gegeben hast. Ich heile in Gott. Ich heile in Gott. Ich heile in meinem Vater, in meinem Schöpfer, in meiner Quelle. Ich heile in Gott. Eine ganz wunderbare Energie drin. Ja, und scheinbar bilde ich mir auch noch ein, dass ich ein ernsthaftes Problem habe, beziehungsweise es ist eins, das in dieser Welt als ernsthaft angesehen wird und das fällt mir immer wieder ein und da habe ich jetzt auch so gemerkt, ich muss da wirklich konsequenter sein. Ganz, 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 ganz konsequent. Es kommt ja immer wieder, es kommt ja immer wieder. Das Ego, meine Ego-Denke macht mir ja immer wieder das Angebot. Hier, guck mal, da ist ja noch das Problem. Will sich nicht mal endlich um das Problem kümmern. Geh doch mal wieder zum Arzt, mach mal das, mach mal das. Vorsorgeuntersuchung, pipapo, vorwärts, rückwärts, die ganze Palette rauf und runter. Und ich bin da manchmal so ganz verängstigt, so zum Beispiel morgens in der Vorwachphase, wenn ich noch gar nicht so recht weiß, wo ich bin und wie mir geschieht, wenn dann das Ego so ankommt und mich dann so stresst und richtig piesackt, ja, so, dann kann das schon heftig sein, ne? Kann auch heftig sein. Also insofern bin ich wirklich lernbehindert. Ich lasse dem Ego einfach noch viel zu viel Kontrolle über mich, anstatt zu sagen, Heiliger Geist, du bist der einzige Heiler. Genau. Und du sollst auch meine einzige Beziehung sein, ja? Ja, genau. Ja. Geh keine Beziehung mehr mit deinem Mann ein. Genau. Geh keine Beziehung mehr mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinem Freund. Pflege keine Freundesbeziehungen mehr. Pflege nur noch eines und das ist die geheilte Beziehung zu Gott. Ja. Und dann sind alle Beziehungen geheilt und dann lieben wir erst unsere Partner wirklich. Und dann wissen wir, was Liebe ist. Lass alle moralischen Ideen oder was irgendetwas bedeutet, lass das einfach hinter dir. Geh die geheilte Beziehung ein mit dem Heiligen Geist. Geh nur noch eine Beziehung ein. Wir Egos, wie wir hier alle sitzen, wir haben alle nur, das Ego hat am Tag, ich sag mal, mindestens 10 Herausforderungen. Manche schaffen es auch auf 20 bis 100.
Herausforderungen, die irgendwie zu regeln und zu klären sind. Und ich sage dir eins, wir alle haben nur eine Herausforderung. Für was entscheide ich mich jetzt? Für die Liebe Gottes, die das für mich löst, oder will ich noch ein Problem lösen, das nicht zu lösen ist auf meine Art und Weise? Also wir stehen nicht vor irgendeiner finanziellen Herausforderung oder einer partnerschaftlichen oder einer jobmäßigen oder einer umweltmäßigen oder politikmäßigen Herausforderung. Wir stehen immer nur vor der einen Herausforderung. Welche Entscheidung treffe ich jetzt? Möchte ich mit Gott diese Situation betrachten oder will ich sie weiter noch aus der sehr geringen Perspektive von Gottfried sehen? Und egal, wie viel wir gelernt haben, egal, wie viele Bücher wir gelesen haben, egal, welchen Doktortitel oder Professortitel oder welchen Theologietitel wir haben, es dreht sich nur um das eine. Mit was möchte ich diese Situation betrachten? Und wer, jetzt kommt vielleicht noch eine entscheidende Information, wer soll das für mich regeln? Wer soll das für mich in Ordnung bringen? Ist es der Heilige Geist oder ist es die Idee von dem, was ich gelernt habe, wie meine Eltern mir das erzählt haben oder was weiß ich hier, irgendeine andere Person? Wenn wir wenden uns nur an den geheilten Heiler und der geheilte Heiler bist du, indem du dich beginnst zu identifizieren mit dem geheilten Geist, dem Christus in dir. Ja, du bist Geist. Ich kann es nicht, das habe ich auch eingesehen. Also ich kriege es einfach nicht geregelt. Nö. Unmöglich. Aber du kriegst es nicht geregelt. Ich krieg's nicht geregelt. Nö. Ich schon so oft demonstriert bekommen im Leben. Ich krieg's echt nicht geregelt. Genau. Ja. Weil du gar kein Problem hast. Ich muss es ja erst. Wenn du kein Problem hast, kannst du es auch nicht regeln. Aber das lernen wir erst durch den Heiligen Geist. Der Gottfried glaubt, er hat viele Probleme, aber er hat gar keins. Die Renate glaubt, sie hat viele Probleme, aber sie hat gar keins. Ja. Und deshalb kann dies durch den Heiligen Geist für mich geregelt werden, sodass ich erkenne, da gibt es gar kein Problem. Es ist schon für mich gelöst. Lernen. Bitte? Wenn ich mich an den Heiligen Geist in mir. Genau. Und das Schöne, das Schöne daran ist ja, wenn ich mich an den Heiligen Geist, der auch in mir ist, wende, der ist ja auch in allen anderen. Natürlich. Und darin sind wir eins und das ist die einzigste Wahrheit. Da fangen ja die Beziehungen überhaupt erst an. Ne? Ja. Ich brauche nur die eine Beziehung zum Heiligen Geist und der ist in allen anderen auch. Also bin ich mit allen in Beziehung. Genau. Also nochmals, pflege keine Freundschaften mehr. Ja. Pflege keine Ideen mehr von Beziehungen, versuche keine Beziehungen mehr zu harmonisieren, sondern begib dich nur in die eine Beziehung zum Heiligen Geist und du verbindest dich mit dem geheilten Geist im anderen und dann ist die Beziehung geheilt und dann gehst du eine heilige Beziehung ein. Und dafür brauchst du keine Jahre mehr, sondern jetzt. Top, das mache ich. Jetzt? Jetzt. Oder braucht noch jemand Zeit von euch? Er möge die Hand heben oder für immer schweigen. Ja? Danke, danke, danke. Danke, danke. Gerne, gerne. Okay. Jetzt weiß ich nicht, Armin, ob da noch jemand die Hand gehoben hat. Er ist gerade beschäftigt. Ich schaue mal, ob ich da in den Chat reinkomme, ob ich das machen kann, ob da Eier. To do anstatt to do. Gerne, ich möchte etwas dazu sagen. Renate, schon glaube ich, verdammt, jawohl. Herwig ist schon weg, aber mit großem Dank. Okay, und so lade ich dich zu einem nächsten Satz ein, der gerade hier auftaucht. Und zwar, ich bin geheilt in Gott. Ich bin geheilt in Gott. Also es ist schon geschehen. Und deshalb lade ich dich ein, einfach mal diesen Satz für dich zu sprechen, sodass du ihn beginnst zu hören in dir. Ich bin geheilt in Gott. Ist das geil?
Ich glaube ja. Ich bin geheilt in Gott. Und jetzt spreche ich von meiner Wahrheit. Und jetzt spreche ich von dem, was wirklich ist. Und jetzt spreche ich von dem, was ich auch in dieser Welt beginnen will zu repräsentieren, sodass sich meine Welt daran erinnert. Sodass du und ich, wir uns gemeinsam daran erinnern. Ich bin geheilt in Gott und ich brauche dafür keine Zeit mehr. Ich brauche dafür nur diese kleine Bereitschaft und diesen Willen, dass es so ist. Und ich frage dich jetzt an dieser Stelle, willst du, dass es so ist? Willst du, dass es so ist, dass du jetzt geheilt bist in Gott? Ein Kopfnicken genügt. Ja. Ja. Genau, das ist das alles Entscheidende. Dein Wille geschehe. Ich bin geheilt in Gott. Und irgendwann wirst du herzlich darüber lachen, ich bin geheilt in Gott, weil du keine Zeit mehr benötigst, weil du keine Zeit mehr machen musst, weil du nicht mehr therapieren musst, weil du keine Prozesse, keine Traumata hast oder irgendetwas auflösen musst, sondern du willst nur noch dich diese eine Wahrheit in die Welt bringen. Lass dich nicht mehr täuschen von der Idee, dass an dir was falsch ist. Du bist schon vollkommen. Und sobald wir Gedanken und Worte benutzen, die uns an diese eine Wahrheit erinnern, dann werden wir uns erinnern, ich bin geheilt in Gott. Und das ist eine Tatsache. Und ich muss meiner Lüge, meiner Idee von Lüge nicht mehr hinterherrennen, die mir irgendjemand erzählt, an dir ist was nicht in Ordnung. Wie lange willst du das noch glauben? Wie viele Leben willst du noch glauben, dass an dir was nicht in Ordnung ist? Die Welt wird es dir bestätigen, wenn du es glaubst. Zu tausendfach. Frag deinen Mann. Frag deine Frau, frag deine Beziehungen, frag deinen Chef, frag deine Mitarbeiter, frag deinen Nachbar, mit wem immer du zu tun hast. Die finden alle irgendwie irgendetwas. Ah, da ist was, da muss noch irgendwas, hat da irgendwas ist komisch. Und du glaubst es ja, an mir ist was komisch. Natürlich, an deinem Ego ist was komisch, das ist klar. Ja, das ist in deinem Traum ist irgendwas komisch. Die Dinge passieren und sie geschehen und wir glauben, wir müssen sie in irgendeiner Form noch in Ordnung bringen. Ich bin geheilt in Gott. Das heilt deine Vergangenheit, das heilt deine Zukunft, das heilt deine Gegenwart. Und wenn ich in diesem gegenwärtigen Augenblick bin, dann bin ich geheilt. Und du wie ich, wir sitzen jetzt hier in diesem einen geheilten Augenblick, in dem unsere geheilten Geister verbunden sind. Die geheilten Geister sind verbunden. Und mein Gedanke und dein Gedanke, der befruchtet dich wie mich. Und daran wollen wir wachsen und gedeihen. Und ich möchte vielleicht noch an einen entscheidenden Punkt kommen, weil das Thema heißt, ein Kurs im Wundern in der Praxis. Schau mal in die Natur. Wenn eine Blume sich öffnet, öffnet sie sich, alle Blüten gehen gemeinsam auf. Es ist nicht so, dass eine Blüte zurückbleibt. Es ist nicht so, dass nur eine Blüte sich öffnet, also ich muss erwachen und puh, ich bin erwacht und ah ja, jetzt habe ich es geschafft und mir geht es gut. Wir sind alle gemeinsam eine Blüte und dein Erwachen ist mein Erwachen. Deine Heilung ist meine Heilung, dein Leid ist mein Leid. Wenn ich in dir noch Leid sehe und es in meinem Geist nicht berichtige, glaube ich, ich kann alleine erwachen. Es wird aber nicht gelingen. Du brauchst deine Schwestern und deine Brüder. Okay, wenn ich in dir noch in irgendeiner Form Leid sehe und es in meinem Geist nicht berichtige, bestätige ich dir dein Leiden. Ich bestätige dir deinen Schmerz. Und ich bin verbunden mit deinem Schmerz und wundere mich, warum ich Leid und Schmerz erfahre. Und wenn ich das in meinem Geist berichtige, wenn ich hingehe und dein Leid in meinem Geist berichtige
und erkenne, dass du in mein Leben gekommen bist, dass mein Leid in meinem Geist berichtigt wird, dann bist du mein Lehrer, dann bist du mein Bruder. Und sobald ich mein Leid und mein Schmerz und meine Sorgen, die ich in dir sehe, in meinem Geist berichtige, erwache ich mit dir gemeinsam und die Blüte geht auf mehr und mehr und wird Vertrauen mehr und mehr, uns diesem Licht zu öffnen. Und es geschieht nur im Gemeinsamen, es geschieht nicht alleine. Und deshalb ist dieses Awaken to Love, wir können nicht alleine erwachen, ist so treffend und so hilfreich. Und erinnere dich immer an die Blüte. Du bist nicht die Blüte, du bist ein Blütenblatt. Und wenn du die Idee hast, dass du als Blütenblatt dich nur alleine erwachen und öffnen willst, dann täuschst du dich. Das ist die Ego, das ist das Ego-Erwachen. Das ist das spirituelle Ego, das erwachen will. Ich bin erwacht und die Welt, ach, das ist irgendwie, da draußen ist so komisch, aber ich bin ja erwacht. Das ist das Ego-Erwachen. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Ich lade dich ein, das Leid im anderen in dir zu sehen. Das bedeutet, wenn irgendjemand Schmerzen hat wegen irgendeiner Trennung, wegen irgendeiner Krankheit, ich mache das ganz gezielt in meinen Kursen, wenn jemand kommt, das war jetzt letztes Wochenende zum Beispiel, ist jemand gekommen mit Krebs. Und wir haben den Krebs in unserem Geist geheilt. Und das sieht einfach folgendermaßen aus. Heile du den Gedanken Krebs von Name in meinem Geist. Heile du die Sorgen von Harald in meinem Geist. Heile du den Schmerz der Trennung von Jutta in meinem Geist. Heile du die Angst von in meinem Geist. Und das Interessante ist, das wirkt im anderen so wie in mir. Und dies ist das gemeinsame Erwachen. Und das ist das gemeinsame Erblühen. Und das ist das gemeinsame, ja, ich bin dann mit dir in einer heiligen Beziehung. Aber solange ich den Leid und den Schmerz in dir sehe, bin ich nicht in einer geheilten Beziehung. Da muss ich noch viel tun, ich muss dich verlassen, weil du hast so viel Schmerzen, das tut mir nicht gut, weil ich will ja erwachen, ich studiere ja den Kurs im Wundern, ja, sondern ich sehe deinen Schmerz und ich will ihn in meinem Geist heilen. Ist das angekommen? Kopfnicken genügt, wunderbar. Das ist für mich eine essentielle Botschaft aus dem Kurs im Wundern. Wer nuschelt da hinten? Das ist für mich eine essentielle Botschaft für mich aus dem Kurs im Wundern. Du, dein Bruder, deine Schwester und ich sind eins. Und deshalb ist mir sehr daran gelegen, dass die Schmerzen oder das Leid oder die Sorgen oder die Ängste, die ich in der Welt oder bei anderen sehe, in meinem Geist berichtige. Und wenn es in meinem Geist berichtige, kann ich es nicht mehr sehen. Und der andere wird sich mit mir an die Wahrheit erinnern. Und wenn ich bei dem anderen die Krankheit nicht mehr bestätige, wird er sich an was anderes erinnern. Die Krankheit kriegt er überall bestätigt, bei allen Ärzten, bei allen Therapeuten, ganz schlimm, wir müssen viel machen und, und. Aber wenn er an einen Menschen gerät, der die Krankheit nicht mehr bestätigt oder seine Sorgen, seine Ängste, seine irgendetwas, dann musst du mal sehen, dass ohne dein Zutun, welche Heilung in deiner Welt geschieht, weil du das Licht hereinbringst. Du heilst es in deinem Geist. Denn du kannst den Schmerz und das Leid und die Sorgen und die Ängste kannst du nur in deiner Welt sehen, weil sie in deinem Geist sind. Du kannst die Idee von Krebs, die Idee von Krankheit, die Idee von Tod, kannst du nur in deiner Welt sehen, weil es in deinem Geist ist. Und wenn es berichtigt ist, beschäftigst du dich nicht mehr darum, dass Baum mit T geschrieben wird, sondern du erinnerst dich nur noch an die Wahrheit. Es gibt keinen Tod, es gibt keine Krankheit, es gibt keine Sorgen, keine Angst und keinen Schmerz, weil du es berichtigt hast. Und du siehst in allem nur den geheilten Geist. Du siehst in allem nur den Christus, den wirksamen Christus, der durch die Liebe wirkt. Und deshalb berichtige all das in deinem Geist. Das ist die Einladung.
Jo. Ah, Mensch, du, wenn du mal in Fahrt kommst. Ha? Da bin ich mal in Fahrt. Ja, das ist so. Dann ich, ja. Super. Ja, hey Walter, du brauchst dich ja gar nicht. Du sprichst einfach. Ja, Gottfried, das, was du zuletzt gesagt hast, das erinnert mich an eine Geschichte von Yogananda, die er in der Autobiografie eines Yogi geschrieben hat. Als er in jungen Jahren krank wurde und einige Tage abseits von dem Ashram von seinem Gott gelitten hat als Kranker, dann kam er zu seinem Guru und jammerte eben, wie schlecht das es ihm geht. Und dann sagt sein Guru Sri Yukteswar, sagt, also du, mein Lieber, du sagst, du wärst krank, aber ich sehe dich nicht als krank. Ich sehe keine Krankheit bei dir. Wo liegt jetzt der Fehler? Irgendwer irrt sich. Und in diesem Augenblick war Yogananda gesund. Ja. Ja. Und das ist eins zu eins das, was du soeben gesagt hast. Genau. Danke, Walter, dass du es nochmal so sagst. Also ich erlebe es tatsächlich in der Praxis auch, einfach durch diese Tätigkeit, die ich mache, ich erlebe es. Und das sind die Wunder. Ich bestätige die Krankheit nicht mehr. Ich bestätige bei den Menschen die Sorgen nicht mehr. Ihr Leiden nicht mehr, ihr Trennungsschmerz oder egal was. Ich heile es in meinem Geist. Punkt. Und dann ist es wirklich so, dann kann ich es nicht mehr sehen. Und das, wenn wir das aus dem Bezugsrahmen vom Ego sehen, dann, wir haben 1000 Ideen, warum es nicht funktioniert. Aber es gibt nur eine Idee. Es gibt nur einen Gedanken, will ich es erfahren? Ich kann 1000 Probleme finden, warum es nicht funktioniert, aber will ich es erfahren? Und wenn ich es erfahren will, dann werden die Wunder manifest. Ich hol das Wunder hierher. Ich berichtige all das, was mich beschäftigt in meinem Geist. Und ich sehe, dass es funktioniert. Und das ist einfach nur wunderbar und großartig. Und ich bin selbst im höchsten Maße erstaunt. Ja, weil endlich der Gottfried zur Ruhe kommt und weil endlich der Gottfried nichts mehr Besonderes machen muss oder ganz besondere Zauberkünste hat oder irgendwie ganz was Besonderes weiß, ja. Sondern ich lege mich in Demut nieder und sage Danke für die Wunder, die jeden Tag in mein Leben kommen. Und bin erstaunt, wie wirksam diese geistige Kraft ist. Denn wir sind Geist. Wir sind Geist. Alles ist Geist. Alles ist Energie. Und wem fällt es wohl leicht, diese Energie zu ordnen? Natürlich dem geheilten Geist und nicht der Idee, der chaotischen Idee von Gottfried. So, ihr Lieben. Ich danke euch ganz wunderbar. Amen, bitte. Ja, wir sind sowieso so kurz am Ende, kurz vorm Ende. Und ich wollte einfach nur noch mal Danke sagen. Mich hat das, also ich habe einfach sehr viel gelernt heute. Also ich kann gar nicht sagen, ich habe viel gelernt. Das geht weiter über Lernen hinaus. Ich habe ganz viel erkannt. Durch deine Beharrlichkeit diesen einen Punkt, diesen alles entscheidenden Punkt so klar zu machen. Es hängt nur ab von unserer Entscheidung, für welchen Führer wir uns entscheiden. Ja. Nichts anderes. Und was wir uns lehren, das war für mich heute nochmal so ein Satz von dir. Was lehre ich mich? Dadurch ist mir klar geworden, Mensch, was habe ich mich bisher denn alles so gelehrt? Und wenn ich es nicht lehre, dann glaube ich es natürlich auch. Und das ist, auf Englisch sagt man Reinforcement, also das ist das Wiedereinführen, das Wiederverstärken dieser kranken Idee.
von Kleinheit und Abgetrenntheit. Die Andrea hat da heute Mittag auch sehr schön darüber gesprochen. Also alle, wir reden ja eh alle immer über das Gleiche. Nur du hast diesen einen Punkt so deutlich gemacht, dass ich habe mir ja schon Zettel aufgeschrieben, das schreibe ich mir wirklich hinter die Ohren. Also dafür ganz herzlichen Dank, Gottfried. Wow. Ja, ihr Lieben, ich danke euch auch fürs Dasein. Herzlichen Dank. Ja. Fürs Kommen, fürs Dableiben. Und übrigens ein paar ganz Liebe haben sich vorher verabschiedet, haben gesagt, tut mir leid, ich muss gehen, ich bleibe aber im Geiste bei euch. Also die früher gegangen sind, haben das ganz nett getan. Ja, und zum Schluss würde ich einfach noch dir die Chance geben, noch ein paar abschließende Worte zu sagen, Gottfried, wenn du magst. Okay. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Lehre nur Vollkommenheit, weil du Vollkommenheit bist. Lehre nur das Licht, weil du Licht bist. Lehre den Christusgeist, weil du Christus bist. So sei es. Danke für euer Dasein. Danke für eure Beharrlichkeit und lass dich in nichts anderem mehr täuschen. Erinnere dich an diese eine Wahrheit mit mir. Und dein Heilen ist mein Heilen und umgekehrt. Und ich liebe euch und hat mir riesig Spaß gemacht, heute mit euch hier in diesem Raum zu sein. Danke, danke. Danke, danke. An euch alle. Und zum Abschluss spiele ich noch den Song weiter. Ja. Yeah. Hau rein! Lass laufen! Danke euch. Alles Liebe. Ciao. Schöne Zeit.